Dann seid auch wieder hier gegrüßt beim lieben Omme. Herzlich willkommen. Minecraft mit ein bisschen Chick-Mick. Jetzt gucken wir mal. Glücksspitzhacke wieder. Der holt sich immer Glück auf hier, der Junge. Das wollen wir nicht. Die ist ja gleich im Hintern ganz tief angesiedelt. Da, wo sie gar nicht hingehört. Und wir sind hier weiterhin in der Höhle. Wir wollten Steine klopfen und die Erze. Und wir haben eine richtig schöne Höhle gefunden mit Verzweigungen ohne Ende. So, jetzt will ich mal gucken, ob hier drunter. Sieht eigentlich, könnte es gut aussehen. Ich will den Lapis nicht verschenken. Dass wir hier irgendwo auf einen Lavabrunnen treffen. Das wäre schlecht für den Lapis. Oh. Oder schlecht für den Omme. Mensch, Creep, du Napp. Das ist unfair, was der macht. Was haben wir denn hier? Obsidian. Deswegen blubbert's. Okay. Ach, das ist alles noch so schlecht ausgeleuchtet hier, finde ich, oder? Wir gucken mal, oder? Klick. Guck mal hier. Alles noch super schlecht ausgeleuchtet. Ja. Wir sind echt acht geben. Wir sind noch so viele Punkte rot. Da blubbert die Lava. Ey, das ist ja richtig schön hier. Und das ist da hinten, da oben ist es. Da sind wir ja runtergekommen. Da hinten, da oben ist es genau. Du verstehst mich. Ich wusste, dass du mich verstehst. So, hier ist noch ein bisschen Lapis. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, irgendwas riecht hier. Irgendwas riecht hier. Ich muss mal gucken. Ja, hier riecht Lava. Riesiges Lavabecken. Das habe ich nicht dabei, in Eimer, oder? Gucken wir mal. Ich habe natürlich keinen Eimer dabei, ne? Das ist jetzt aber echt doof. Wenn das jetzt hinter mir kracht, bin ich tot. So direkt. Ja, da müssen wir gleich nochmal gucken. Das ging hier ein bisschen zwickzwack rein. Redstone. Ich muss mir mal einen Eimer bauen. Dann hole ich mir mal ein bisschen Wasser. Oh Mann, Mann, Mann. Hier gibt es viel zu buddeln. Ich glaube, wir werden irgendwie ein, zwei Folgen in der Buddelkiste hier verbringen. In der Mine. Weil hier so viel Erze und so rumlungert. Oh. Ist aber gut, wenn ich nicht nach oben gucke. Spuckt mir gleich so einer auf den Schiedel, ne? Dann macht der Hap. Puh. So. Also zum Abbauen gibt es ja echt ewig viele Sachen hier. Sollen wir mal hier noch ein bisschen aus. Wo? Wo? Gold. Drüben ist Gold. Wahnsinn. Das hört hier gar nicht auf. Du, ich komme dir mal darüber, du. Oh. Wow. Komm her. Was habe ich schon von dem gekriegt? Seine Klamotten oder was? Wow. Muss aufpassen. Oh, Enderman. Oh, jetzt muss ich auch mal schlafen, sehe ich gerade. Wahrscheinlich schon mitten in der Nacht. So, puh. Hier kommt's raus. Ich kann mir einen Ofen bauen, theoretisch, und das Wasser abzwacken. Ah, hallo, mein Freund. Ich habe dich gar nicht eingeladen auf meinen Geburtstag. Oh. Ja, genau. Ja, ich wusste, ihr haltet zusammen.
Ich wusste, ihr haltet zusammen. Also die Höhle hört nicht auf hier, gell? Guck doch mal da. Das hört nicht auf, die Höhle hier. Kies brauche ich ja auch mal irgendwann noch, ne? Dann machen wir das mal hier mit dem alten Fackeltrick. Machen wir gleich ein bisschen Kies. Ein bisschen Platz haben wir noch. Danach. Und da noch. Kies ist ja auch immer wichtig, ne? Schnacken wir den mal so raus. Und dann sammeln wir mal die ganzen Torchis wieder ein. Das macht mir auch immer Spaß, wenn ich das so abbaue. Dass immer eins runterfällt. So, jetzt haben wir ordentlich Kies. Ist nämlich auch wichtig. Für den Bau von Straße. Genau. Schon wieder Hunger, der Junge? Komm, ess was. Gut, also, da haben wir doch schon mal das ein oder andere in der Höhle klar gemacht. Klar gemacht hat auch der Creeper mich. Und hat mir richtig schön einen auf die Mütze gebrezelt. Ich glaube sogar meine Rüstung hat ein bisschen gelitten. Was mir nicht so viel Spaß gemacht hat. Das letzte Mal hatten wir uns noch unterhalten über Streamy-Kanäle. Und ich werde auf jeden Fall da dranbleiben. Ich habe im Moment ein bisschen ein kleines organisatorisches Problem. Und zwar kriege ich das leider nicht so hin, so reichhaltig die Videos zu machen, wie ich gerne möchte. Und zwar die YouTube-Videos. Es ist viel Arbeit im Moment. Auf der Arbeit selber, also mein Job technisch gesehen, zwingt mich einfach dazu, weniger aufzunehmen. Das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut, wie wahrscheinlich euch auch. Aber ich wollte es einfach mal gesagt haben, dass ich sehr gerne YouTube mache. Meine 2-3 Folgen die Woche. Mit Minecraft und 7 Days werden auf jeden Fall bleiben. Vielleicht kommt Empyrean noch dazu. Ich muss mal gucken. Ich weiß nicht genau, aber die Menge wird einfach weniger. Das heißt, ich möchte weiter machen, aber ich kann nicht mehr den Content liefern in der Menge. Es wird vielleicht weniger. Ich kann nicht genau sagen, wie viel weniger oder ob es überhaupt so wird. Ich weiß noch nicht genau. Ich weiß nur, dass die Arbeit im Moment viel ist. Ne? Und deswegen habe ich auch im Moment nicht so viel die Zeiten. Ich habe, immer mal so ein paar, also wirklich ein paar Tage die Woche. Ich habe wirklich ein bis zwei Tage die Woche, wo ich was aufnehmen kann und das ist halt nicht so viel. Und meistens geht da nochmal was bei drauf, wenn man, setz da mal eine Fackel hin, wenn man noch Family feiert und Kinder und so ein Kram und Haus und alles mögliche. Ich habe keine Fackel mehr, Mist. Ja. Und das ist mein Problem. Da geht's doch noch irgendwo lang, oder? Und das muss ich alles unter einen Hut kriegen. Ne, da geht's nicht lang. Aber das ist noch ein Stück Eisen. Ein Stück Eisen, bitte. Gibst du es mir? Genau. Ja, so ist das. So ist das. Ach, hier unten war ich doch gerade eben schon. Ich höre es auch irgendwie schon wieder blubbern. Lavatechnisch. Jo, dann müssen wir halt mal gucken, wie es wird. Wahrscheinlich habe ich mich total verlaufen hier. Das wäre ja auch nichts Neues. Ich höre immer noch den Enderman.
Den würde ich gerne mal die Beine abschlagen. Wup, wup. So ein Hippie-Hopper. Wup, wup macht der immer. Ja. Genau. So, Kohle habe ich, glaube ich, jetzt wirklich genug. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile 3 Stacks voll. Ja. 3 Staggies Kohle, obwohl die Erde brauche ich nicht. So. Haben wir hier allerdings? Ja, alles gut. So, ich gucke trotzdem weiter unten noch immer. Ich will noch ein bisschen was an Erze rausholen. Aus dem Ganzen hier. Ja, so machen wir das. Und so wird es leider mit dem YouTube. Ich hoffe... Oh. Hallo, wo wollen Sie dann hin? Mr. Enderman. Mr. Enderman, hallo. Komm, stell dich deinem Schöpferhuhr. Mir geht die Gänsehaut. Scheiße. Mr. Enderman. Ja, er hätte gleich auf mich hören sollen. Er hätte wirklich gleich auf mich hören sollen. Ich wollte ihm eine Chance geben. Ihr habt es mitbekommen, ich wollte ihm auf jeden Fall eine Chance geben. Das hat man ja gesehen, ne? Blub, blub. Ja. Brauchen wir das nächste Mal wieder eine andere Musik. Da waren wir auch schon, da waren wir auch schon. So. Kohle habe ich wirklich im Überfluss. Oha. Jetzt musst du warten. Warte mal. Das kann er nicht machen mit mir. Blödmann. Hätte ich einen Eimer, würde ich es mitnehmen. Vielleicht sollte ich mir mal ein paar Stücke Eisen zusammenklöppeln. Und, einen Ofen machen. Und da hauen wir mal Eisen rein. Aber ich brauche eigentlich nur noch eine Spitzhacke. Auf jeden Fall. Das ist wichtig. Da brauche ich 3 Stücke Eisen. Irgendwas ist auch schon wieder im Überfluss hier. Guck mal, eine Kiste. Ein Brett. Gold. Gold. Ja, 1, 2, 3. Ich habe aber keine Stiggies mehr. Verdammt. Ich habe meine ganzen Stiggies verbraten. Shit. So. Nun gucken wir mal, ob wir noch einen schönen Lavafluss finden, den wir ablöschen können. Hier geht es aber mächtig runter nochmal. Alter. Wo sind wir denn hier gelandet? Jetzt muss ich erstmal warten, bis das Wasser weg ist. Und dann kümmere ich mich mal. Kann eigentlich hinter Kies Lava sein? Geht das? Wir sind ganz schön tief drin hier, würde ich sagen. Im untersten von allen. Wir mal gucken, ob es hier irgendwo lang geht. Ob das der große Lavafluss hier ist. Auf der Map sehe ich auch, der Chunk ist noch nicht ganz frei, ne? Geht noch was. Oh, rote Steine. Ich habe ja auch gar keinen Platz mehr im Inventar, sehe ich gerade, für Diamanten oder so ein Shit. Aber auf jeden Fall, ich würde sagen, hier sind wir richtig gut tief runtergekommen. Aber keine Dias am Start, schade. Ja,
Und wenn die Spitzhacke hier weg ist, dann haben wir genug Steine und alles gesammelt, um dann auch wieder an die Oberfläche zu kommen. Ein paar Readys kann man noch abzwackeln. Das ist immer gut. So, jetzt habe ich nur noch die Glücksspitzhacke. Haha. Und die hat echt nicht mehr viel. Schwupps. Das nehme ich aber noch mit. Eisen nicht. Nur die Readys. So, war noch mehr drin? Nee, gell? Genau, im Moment nicht. Ich muss hier auf jeden Fall nochmal runter, die Tage irgendwann. Und muss jetzt erstmal gucken, ob ich hier überhaupt wieder hochkomme. Bin natürlich hier den Fluss runter. Oh, wo geht's denn hier lang? Okay. Wir müssen später nochmal in die Höhlen. Glaube ich. Da war ich auch noch nicht, ne? Hier gibt es ja Gänge ohne Ende. Sieht aus wie eine Arena hier ein bisschen. Denn diese großen Flächen sehen immer aus wie Arenen. Zombie-Arena. Die kloppen sich dann da immer. Guck, wie der hier auch. Jo, Freund. Auch nicht schlecht. Von oben kommst du. Willst du mir in die Suppe spucken, mein Lieber? Wow, hab ich Glück gehabt. Ich wollte doch eigentlich... Wow, verdammt, ey. Ich krieg hier voll die Gänsehaut in der Höhle. Hier ist nochmal Wasser. Wow, guck mal da. Habe ich nur noch eine Fackel jetzt. Guck doch mal hier, wie das aussieht. Wie geil. Das sieht doch geil aus, oder? Leute. Das sieht doch geil aus. Hier müssen wir nochmal her. Unbedingt. Unbedingt müssen wir nochmal hierher. Und ich habe keine Fackel mehr. Ich habe wirklich keine Fackel mehr. Alles leer. Gut. Ich versuche den Weg nach oben zu suchen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Wir sind echt bombastisch tief, ne? Wir sind echt bombastisch tief. Und ich will hoffen, dass mein Werkzeug noch reicht. Da oben geht es noch weiter. Das ist ja eine mega fiese Höhle hier. Und sowas von groß. Ich werde mal laufen um mein Leben und gucken, ob ich oben irgendwo wieder rauskomme. Spitzhacke ist fast kaputt. Die muss einfach jetzt noch ein bisschen halten. Ich hoffe, das geht hier lang. Ja doch, das sieht gut aus. Und dann sehen wir uns oben an der Oberfläche wieder. Ja, zu dir gehe ich jetzt nicht, mein Freund. Ich hoffe, wir sehen uns oben in der Oberfläche wieder. An der Oberfläche. Und den Weg nach oben werde ich vielleicht schaffen noch. Das sieht bis jetzt ganz gut aus. Ich glaube, das könnte... Das könnte hier richtig sein. Bin mir nicht ganz sicher. Ah ja, okay. Das ist aber echt eine verdammt, verdammt große Höhle. Nee, hier war es nicht ganz so. Ja, bevor ich mich weiter verlaufe noch, werde ich mich mal verabschieden. Ich werde mir den Ausgang suchen. Der wird schon irgendwo sein. Der wird schon irgendwo sein, der Ausgang. Wir sind mal in der eine Aufnahme. Und bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß. Scheiße, ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen.
Und ich suche den Ausgang. Ich werde es finden. Wenn nicht heute, dann morgen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.